Ist das Ding an? Ja, es scheint an zu sein. Na, ich setze mich mal kurz hin. Ach, hol mal das Mikro hier zu mir. Na, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ich wünsche dir heute viel Spaß mit Conqueror's Blade. Es wird eine coole Folge. Wir machen einmal eine Feldschlacht und eine Belagerungsschlacht. Und ja, erreichen sogar Level 60 und erreichen sogar auch interessante Ränge bei den Schlachten. Also, nach dem Intro geht's los. Jetzt sind wir ja mitten im Spiel drin und mein Plan, da was ich mit euch vorhabe, ist folgendes. Die habe ich hier übrigens schon geschenkt bekommen. Und mein Plan ist folgendes. Ich möchte am Ende Paus Maul halt ein schönes Heer an die Seite stellen. Vielleicht habe ich sogar noch zu den Kolossen, weil die mir echt gefallen haben. Und mal gucken. Und dann haben wir ja bald auch die kaiserlichen Speerwerfer freigeschalten. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen schönere Einheiten und können halt ein bisschen mehr Action erleben, ne? Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas dreieinhalbsterniges freischalten kann für die heroische Ehre, damit ich mir irgendwann die kaiserlichen Speerwerfer holen kann. Sag mal. Rekrutieren? Oh, ich kann die rekrutieren. Sehr stark. Was? Das habe ich gar nicht. Das habe ich auch nicht. Ich kann die gar nicht. Oder ich brauche dieses... Vertrag. Ich brauche diesen Vertrag. Scheiße. Und hier oben? Mir fehlt noch ein bisschen Ehre. Dann können wir uns die Hellebardisten holen und dann können wir eigentlich dann auf die kaiserlichen Schwerwerfer gehen. Worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Weil mir das, seit ich dieses Spiel spiele, mir empfohlen wurde. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt wieder rumlabere, machen wir doch einfach mal gleich mal eine Feldschlacht. Und es geht los in 4, 3, 2, 1... So, wir fangen mal an mit unseren Schwertkämpfern. Genau. Und hoffen wir mal, dass es ein lustiger und spannender Kampf wird. So, wie schaut's aus? Level 31er bei denen. Wir haben einen 30er. Sieht eigentlich relativ ausgeglichen aus, glaube ich. Obwohl die haben noch einen 29er. Mal gucken. Und es geht los. Die klingen gar nicht so gut mehr. Wieso klingen die nicht so lustig? Aber die Wüste. Blöder Wüstenstaat. Es rennen so viele zu C. Dann renne ich mal zu A. Oh, jetzt wird's interessant. Bam. Oh, wir haben gleich einen gekillt. Sehr schön. Und noch ein Kill. Krass. Und noch ein Kill. Alter, wir gehen ja schon wieder voll gut ab hier. Wir schnetzen und schnetzen. Paus Maul ist ja wirklich ja mal... Oh. Ein krasser Heerführer. Unsere Einheiten kämpfen sich tapfer durch. Und bam. Was für eine Schlacht. Hier geht's voll ab, Alter. Was ist denn hier wieder los? Richtig krank. Spritz. Okay, jetzt haben wir uns hier in den Kampf ein bisschen ver... Nicht gut. Okay, jetzt haben wir einen Assist bekommen. Oho. Muss aufpassen, bevor ich mich hier verklicke wieder. Aha. Nice, ach nur ein Assist bekommen, schade. Okay. Läuft er wieder. Sehr schön. 2-1 führen wir, das ist doch schon mal sehr stark. Guck mal, wir klatschen die Bogenschützen von hinten ab, komm. The enemy captured the point.
Ja, dieser, okay, dieser hatte ich keine andere Chance. Ging nicht besser. Hier. On the march. Na dann. Eltrantüten, die klingt ja schon so dynamisch von der Stimme her, ey. Ha, und? Nicht unser Kill, oder? Der ist ja doof. Jungs, hier bin ich. Hier. Wo rennen denn die schon wieder hin? A zu C. Wo war C da hinten? Okay, oh. Ja, okay, wir haben die Wesen an einer Stelle abgelenkt, sodass wir A und B haben jetzt. Läuft doch ganz gut für uns. Komm, wir nehmen jetzt die Palastwachen. Wo sind meine Leute? Ja, sehr schön. Raus, ist er nicht tot. Schnell hochheilen, sonst wird das hier nichts. Okay, welchen haben sie? Naja. Oh. Okay, das Ding haben wir gewonnen. Hier läuft es gerade richtig gut. Und B haben wir auch. Okay. Da kommt noch mal einer. Yes! Sehr schön. Und das haben wir auch gewonnen. Entschuldigung, dass ich gerade so still war. Oh, wir haben Rang S geschafft. Alter, wir gehen da voll ab. Sehr gut. Teamstatistik. Krass, 4x S. Wow. Heftig. Sehr stark. Das hat wirklich wunderbar funktioniert. Und haben die halt echt gut geschnitzelt. Ich glaube, der Paar aufs Maul, der packt das langsam. Das Spiel, ja. Gehen wir jetzt auf die Einheitenbaum. Auf dem Einheitenbaum können wir jetzt. Da fehlt noch was. Shit. Die können wir nicht. Und dann können wir uns endlich dann die kaiserlichen Speerwerfer holen. Ich freue mich schon drauf. So sehr. Fördermarken. Erlaubt euch dann einen Ort zu sammeln, an dem ihr eure alltäglichen Erträge bereits erschöpft habt. Es gelten keine Limits oder Steuern, okay? Die Armschienen. Nein, die will ich doch gar nicht. Ihr habt Armschienen des Räubers erhalten. Aber ich will die doch gar nicht anziehen. Truppenuniform. Ach so. Oh, schön. Haben wir noch was bekommen? Das können wir erst mit 60 aufmachen. Bevor ich euch hier wieder langweile mit irgendwas, machen wir doch mal, was ist denn Banditenüberfall? Das ist aber bestimmt PvE, ne? Das ist PvP, Belagerungsschlacht wieder.
Da haben wir die Chance auf eine Heldenausrüstung. Hier aber eigentlich auch. Wir machen mal die Belagerungsschlacht. Die ist natürlich immer viel, viel spannender. Und es geht los. 3, 2, 1 und let's go. Ich kann mich noch an Belagerungsschlachten erinnern. Da war das ja wirklich so, dass... Mal kurz alles entlassen. Dass du echt lange gewartet hast auf irgendetwas. Welche sind denn das? Warte mal. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die falschen nehme. Das sind die Geliehenen, das sind meine. Und das nehmen wir noch einmal unsere... Das sind unsere Bogenschützen, die brauchen wir auf jeden Fall. Wo haben wir denn die Level 10er? Meine MVPs. Und 65. Eine Sache können wir noch mitnehmen. Was haben wir denn noch? Unsere Leibeigenen, wo sind sie denn? Tada! Okay. Mit denen beginnen wir auch das Ganze. Wie schaut's aus? Oh, Lilana ist sogar dabei. Ich weiß nicht, ob Blau und Lila das Höchste ist. Oh ja, ich denke schon. Ja, geht dann nach den epischen Klassen. Das wird echt hart. Sogar Legendärer ist mit dabei. Das wird wirklich hart. Okay, wir dürfen verteidigen und wir müssen mal gucken, weil hier zu bleiben ist Quatsch, weil die kommen hier nicht, die laufen hier nicht durch, die laufen eher hier unten lang, die wollen über die großen Sachen durch. So, wir schießen mal hier ein bisschen ein paar Leute ab. Yes, einen haben wir kaputt gemacht, sehr gut. Yes, wir kommen so nicht so leicht durch. Okay. Nein! Bevor ich mich da bewegt habe. Boom. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie hier rein. Hier, wir müssen hier raus, los, sonst sind wir gleich tot. Wir müssen nicht um... Headshot! Oh, einmal ins Gesicht geschossen, das war's oder was? So, wir haben jetzt unsere Bogenschützen genommen, weil ich denke mal, es wird einfach ein bisschen besser sein, von oben zu verteidigen. Und das sind meine MVPs, die killen so viele. Obwohl die Werte eigentlich nicht so berauschend sein sollen für die. Schafft es hier hin? Nope. Nein, sie werden gerade weg. Oh, die werden alle gerade gestetzelt. Scheiße. Ich Idiot. Nice, wir haben den Kill gekriegt. Oh, wir haben so den... Sehr schön, den haben wir jetzt platt gemacht. Hier hinten ist es so Flypout, den holen wir uns mal schnell. 1 36 haben wir noch, um den B zu verteidigen. Das läuft ganz gut eigentlich. Jetzt hole ich mal die Kolosse. Und die werden dann mal ein bisschen für Action sorgen. Hopp. Yes. Auf jeden Fall. Können wir uns gleich heilen? Ja, das geht. Sehr schön. Ja, wir verteidigen das ziemlich gut hier. Okay. Na, wo sind sie denn? Wo kommen denn? Sehr gut. Ja, wie kriegen wir hier wieder ein paar Quests auch? Los, und wir haben das Ding verteidigt. Wie geil. Ich habe leider keinen Schlüssel, um diesen Schatz zu finden, aufzumachen. Wie komme ich eigentlich an so einen Schlüssel ran? So viel habe ich gar nicht.
Schade. Was haben wir bekommen? Ach, so einen komischen Helm des Rekruten und einen Donnerbrecher. Okay. Yep, wirklich beenden. Dankeschön. Tolle Trophäen, die wir bekommen haben. Und wir waren sogar A wieder, habt ihr gesehen? Wir sind Level 60. Krass, wir haben Level 60 erreicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen jetzt gerade im Eifer des Gefechts. So, und nochmal. Nein, nicht im Nein. Hier, Rüstung. Verteilen, dankeschön. Wir sind Level 60, wie geil. Lass mal das hier erstmal aufmachen. Oh, wie geil, wir kriegen eine Waffe. Eine neue Waffe, Frostaxt. Was, die ist legendär und viel schlechter als das, was ich jetzt habe? Ist doch ein Scherzspiel. Nee, ist einfach unter dem Niveau von der Waffe. So, ist er einfach. Das ist ein schöner legendärer Gegenstand, kann man, aber der ist auch gebunden, den kann man leider nicht verscherbeln. Mein Hirn lässt mich wieder im Stich. Dann würde ich sagen, was das für heute. Und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, wieder zuzusehen, wie ich hier relativ gut durchgekommen bin und super gekämpft habe. Und mein Ziel ist es, wie gesagt, Paus Maus seine legendären Einheiten an die Seite zu stellen. Und dann haben wir das eigentlich auch durch. Conqueror's Belt. Das ist so mein Ziel für ihn. Und ihr seht, vom Noob zum Pro. Das ist Paus Maul, der kann sich steigern. Aber seine Einheiten hören trotzdem nicht immer auf ihn. So, das war das Schlusswort. Bis dann, mach's gut. Tschüss, tschüss.